Ja, hallo. Ich bin David Lange, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technischen Universität Chemnitz, und ich möchte euch jetzt vorstellen, wie man schöne und plattformunabhängige Navigations-Apps für den Indoor-Bereich entwickeln kann, und zwar mit Hilfe der Bibliothek MapsForge Flutter. Vielleicht erstmal kurz für alle, die neu in der Thematik sind. Indoor-Navigation oder auch nur Indoor-Lokalisierung kann äußerst nützlich sein, wenn man sich in komplexen Gebäuden zurechtfinden will, wie beispielsweise in Einkaufszentren, in Krankenhäusern, Bibliotheken, auf Bahnhöfen oder Flughäfen. Und auch im Industriebereich kann es Anwendung finden für Lagerhallen oder Betriebsgelände zum Beispiel. Das Problem ist jedoch, dass die wenigen bestehenden Anwendungen in der Regel nur eine Plattform unterstützen, also nur auf einem Betriebssystem laufen. Oder dass sie nicht frei verfügbar, sprich mit Kosten verbunden sind. Außerdem werden in aktuellen Lösungen Außen- und Innenbereich als einzelne Systeme betrachtet und dementsprechend die Indoor-Elemente ganz simpel über der Outdoor-Karte gerendert. Dadurch kommt es zu Überdeckungen, was hier im linken Bild gut zu sehen ist. Das ist ein Screenshot einer App, die in einem früheren Projekt an der TU Chemnitz entstanden ist. Mit MapsForge werden alle genannten Probleme gelöst. Hier im Bild rechts habe ich damit die gleichen Kartendaten darstellen lassen und man sieht, dass keine Schrift überdeckt wird und sich der Innenraum nahtlos in die Außenkarte legt. In der Außenkarte ist das Gebäude das bräunliche Rechteck und man erkennt die Wände und Räume der Innenkarte darin. Wie wird das Ganze jetzt technisch umgesetzt? Grundlage ist die MapsForge-Bibliothek, die für das Rendern von OSM-Daten genutzt wird. MapsForge nutzt ein kompaktes, binäres Dateiformat, sogenannte Map-Files, um die Daten auf dem Endgerät rendern zu lassen. Umgesetzt wird das mit Vektortiles, also kleinen Kacheln, die je nach Position und Zoomstufe abgerufen werden. Es gibt einige Features, die MapsForge bietet, wie einen anpassbaren Kartenstil über Style Sheets oder Point of Interest Suche, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Vielmehr geht es darum, dass das Ganze nur für Android konzipiert ist. Und da kommt Flutter ins Spiel. Flutter ist ein Open Source UI Entwicklungskit von Google, mit dem sich Cross-Plattform-Apps in der Programmiersprache Dart entwickeln lassen. Das Besondere daran ist, dass man mit einmal geschriebenem Code Builds für verschiedene Plattformen erstellen kann und das ohne im Code andauernd das Betriebssystem abzufragen. Der gute Mike Schwarz hat nun die Vorteile von Flutter auf MapsForge übertragen und das Projekt MapsForge Flutter erstellt. Seit der Erstellung Mitte 2019 auf GitHub ist es in aktiver Entwicklung, um funktionsreicher und performanter zu werden. Zum Beispiel ist das Indoor-Rendering erst seit Anfang 2021 integriert. Als aktuelles Anwendungsbeispiel möchte ich das Projekt Dynamik der TU Chemnitz nennen. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert und behandelt im Kern die Umsetzung von Indoor-Navigation und deren barrierefreie Gestaltung. Und Barrierefreiheit beginnt eben schon damit, dass die App auf jedem Endgerät läuft. Technisch ist die Navigation mit Hilfe von Overlays umsetzbar, also ganz simpel gesagt mit drübergelegten Bildern. Wir haben also die mit MapsForge Flutter dargestellte Innenraumkarte als Ausgangspunkt. Dann wird zunächst die aktuelle Position bestimmt und als Overlay angezeigt. Dafür wurde an der TU Chemnitz ein GPS-ähnliches System zur genauen Lokalisierung im Zentimeterbereich entwickelt, weil das gebräuchliche GPS über Satelliten viel zu ungenau für die Indoor-Anwendung ist. Vermarktet wird dieses neue System von Pinpoint. Ist der Aufenthaltsort und das Ziel nun bekannt, erfolgt die Routenführung über gesonderte Algorithmen und Tools und wird ebenso wie die Position als Overlay abgebildet. Das ist soweit der Plan. Aktuell wird noch an der Lokalisierung und dem Routing gearbeitet. Die Zwischenergebnisse sehen bis jetzt aber vielversprechend aus. So, das war MapsForge Flutter in aller Kürze. Hier nochmal meine E-Mail-Adresse und ein paar projektgezogene Links. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir gerne. Wir freuen uns immer über Input von außerhalb. Und dann wünsche ich noch ein paar spannende Vorträge und viel Spaß. Tschüss!